Ihr seid doch ein paar Schlaftabletten, ey. Ist ja unglaublich. Ha? Ist heute Schlaftag angesagt, Mara? Na dann. Auch Elefantenmädchen Koraya muss heute auf die Waage im Zoo Berlin. Noch hat sie davon keine Ahnung. Kilo. Ohne Banane, aber ich hab da Bananeneimer drin. Komm mal hier, Jan. Komm mal hier, Jan. Nee, das ist an Fressen ja nicht so denken. Ich muss jetzt hier rumtoben. Hm? Hallo, nicht auf den Fuß. Mal gut, dass wir Sicherheitsschuhe haben. Bei 194 Kilo schon zu empfehlen. Ansehen, Sümpfen, langsam fließenden Flüssen geht es Fischkatzen so richtig gut. Da hilft auch ihr dichtes, wasserundurchlässiges Fell. So, als Beweis, dass wir auch wirklich drei Kinder haben. Jo, komm, dreh dich mal rum. Hm? Ja. Hm? Ja, man sieht schon sichtlich, also draußen das Wetter auch genießen. In der frischen Luft zu sein. Am Anfang war es noch ein bisschen problematisch, weil die ganzen Reize, die sie jetzt hier draußen dann plötzlich hatte, die Vögel, die hier rumfliegen, die ganzen Geräusche, war Ronja doch so ein bisschen nervös. Was schön von Vorteil war, dass die Kleine sich hat gar nicht davon anstecken lassen. Also die war ganz neugierig, hat gar keine Angst gehabt. Und auch jetzt ist sie weit entfernt von jedweder Furcht. Wer sich so auf den Rücken rollt, gibt sich ganz hin. Ich will euch nicht voll los vorstellen. Und jetzt gucken wir uns mal das Jungtier an und achten mal auf das rechte Ohr. Und das Jungtier hat das gleiche Bommelchen wie die Mama am Ohr. Und das ist halt wirklich sehr witzig. Also, ne, genau wie deine Mama, hast du ja die Bommel. Bommelträger bevorzugt. Sexen heißt also nur, das Geschlecht der Kleinen zu bestimmen. Der Wolf ist ein sehr interessantes Raubtier, was auch in unseren Breiten eigentlich mal gelebt hat und zum Teil eben bedingt auch wieder lebt, wenn es denn die Gesellschaft zulässt. Es gibt ihn. Ganz feiner Maus, ne? Ganz feiner Maus, ja. Ganz feiner Maus, ne? So, Schnecke. Was hübsch? Oder Zicke, hm? Und du? Benimm dich. Benimm dich. Räuber. Kleiner Räuber, da geht's ins flache Wasser. Ja, genau da. Wunderbar. Na, jetzt kommst du wieder, ne? Jetzt ist alles okay, ne? Ja. Noch mehr? Sato? Fein. Ja. Ja. Olle Sato, hä? Olle Sato. Eisbärknut, das flauschige Energiebündel, erobert seine Welt im Zoo Berlin. 8 Kilogramm Gewicht werden schon spielend bewegt. Knut hat seinen eigenen Abenteuerspielplatz. Was hast du denn da? Schau, das ist ein In wenigen Tagen werden die Kinder ihre Beutel immer mal kurz verlassen.
Ganz von der Mutter gelöst sind die jungen Hüpfer aber erst mit 7 Monaten.